Hallo und herzlich willkommen bei Insolvenz TV Horion. Mein Name ist Ulrich Horion, ich bin Rechtsanwalt in Dresden. Meine Tätigkeit ist das Insolvenzmanagement. Das heißt, ich berate und vertrete Beteiligte eines Insolvenzverfahrens. Das können sein das Krisenunternehmen, der Schuldner, ein Gläubiger, ein Vertragsbeteiligter oder aber der Gegner einer Insolvenzanfechtung durch den Insolvenzverwalter, wenn der Insolvenzverwalter Zahlungen zurückverlangt, die der Anfechtungsgegner vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens erhalten hat. Außerdem vertrete ich Betriebsübernahmegesellschaften, etwa wenn aus einem eröffneten Insolvenzverfahren das Vermögen des schuldnerischen Unternehmens auf einen neuen Rechtsträger übertragen werden soll. Mit diesem Kanal verfolge ich mehrere Anliegen. Zunächst möchte ich über Neuigkeiten aus Gesetzgebung und Rechtsprechung berichten. Dann möchte ich Rechtsbegriffe des Insolvenzrechts erläutern. Und schließlich möchte ich aktuelle Ereignisse aus dem Wirtschaftsleben behandeln. Mein heutiges Thema ist ein aktuelles Ereignis aus dem Wirtschaftsleben. Es geht um die Insolvenz des Zahlungsdienstleisters AVP GmbH. Die Firma AVP GmbH arbeitet für Apotheken, etwa 3.500 Apotheken in Deutschland. Wenn man bedenkt, dass in Deutschland ungefähr 19.500 Apotheken existieren. Nach den Verträgen zwischen AVP und dem einzelnen Apotheker übernimmt die AVP die vollständige Abrechnung der Rezepte gegenüber den Krankenkassen. Die Zahlungen durch die Krankenkassen erfolgen auf Konten der AVP GmbH. Die AVP GmbH berechnet gegenüber dem Apotheker eine Bearbeitungsgebühr. Der verbleibende Betrag wird an den Apotheker weitergeleitet. Die Firma AVP GmbH ist seit Jahrzehnten auf dem Markt tätig und bisher hat es auch keine Schwierigkeiten bei der Abwicklung der Verträge gegeben. Das Problem besteht nun darin, dass etwa 3.000 Apotheker ihre Zahlungen nicht erhalten haben. Die Einzelsummen je nach Größe der Apotheke und Abrechnung betragen 120.000 bis etwa 400.000 Euro. Wenn man einen statistischen Durchschnitt von 200.000 Euro nimmt und diesen multipliziert mit der Anzahl der betroffenen Apotheken, nämlich etwa 3.000 Apotheken, dann kommt man zu einem Gesamtbetrag von ca. 600 Millionen Euro. Es ist kaum vorstellbar, dass ein so hoher Betrag bei einem Dienstleistungsunternehmen nicht mehr da sein soll. Kurz vor Insolvenzbeantragung hat das BaFin, also das Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen, einen externen Berater in das Unternehmen geschickt. Und nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass die AVP insolvent ist. Am 15.09.2020 ist dann auch beim Amtsgericht in Düsseldorf Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt worden. Das Gericht hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Verwalter hat die Aufgabe, ein Gutachten darüber zu erstellen, ob das Unternehmen insolvent ist und ob Möglichkeiten bestehen, das Unternehmen fortzuführen. Wir haben es mit einem sogenannten schwachen Insolvenzverwalter zu tun. Das heißt, der Insolvenzverwalter führt nicht etwa das Unternehmen fort, sondern alle Vermögensverfügungen der Geschäftsleitung der AVP bedürfen der Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Das Insolvenzgericht hat des Weiteren einen vorläufigen Gläubigerausschuss bestellt. In diesem Ausschuss sind Vertreter von Banken, vom Bundesanstalt für Arbeit, Apothekern und Arbeitnehmern vertreten. Wir gehen momentan davon aus, dass der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit gegeben ist. Die Frage ist nun, wie geht es weiter? Wir befinden uns im sogenannten Insolvenzeröffnungsverfahren.
Ich rechne damit, dass dieses Verfahren circa, das Eröffnungsverfahren circa 2 bis 3 Monate dauert. Das hängt oft mit dem Insolvenzgeldzeitraum zusammen. Wenn keine Lohnrückstände bestehen, dann wird oftmals der Betrieb im Eröffnungsverfahren fortgeführt und die offenen Löhne werden über einen Zeitraum von maximal 3 Monaten als Insolvenzgeld bezahlt. Die zentrale Frage für die Apotheker ist nun, auf welchen Konten befinden sich die Gelder, falls die Gelder bereits abgerechnet und vereinnahmt wurden und falls die Gelder nicht zwischenzeitlich in dunklen Kanälen verschwunden sind. Es kommt also auf der Art der Konten an, wo sich das verbleibende Geld befindet. Wenn wir es mit echten Fremdgeldkonten zu tun haben, wo die AVP nur rechtlicher Inhaber ist und wirtschaftlich Berechtigte die Apotheker sind, dann bestehen berechtigte Hoffnungen, dass Ansprüche der Apotheker als sogenannte Aussonderungsansprüche geltend gemacht werden können. Aussonderungsansprüche werden außerhalb des Insolvenzverfahrens geltend gemacht. Es kann aber die Konstellation vorliegen, dass eine bestimmte Summe auf diesen Fremdgeldkonten liegt, diese Summe aber nicht hoch genug ist, um alle Apotheker mit ihren Forderungen zu bedienen. Für diesen Fall ist zu empfehlen, dass alle Apotheker einen Gläubigerpool bilden und dass dann die Abrechnung je nach Höhe des Einzelanteils erfolgt. Damit wäre gewährleistet, dass möglichst viele Apotheken diesen finanziellen Schicksalsschlag überleben. Befindet sich das Geld hingegen auf allgemeinen Geschäftskonten der AVB, dann haben wir es mit der Insolvenzmasse zu tun. Von der Insolvenzmasse werden zuerst die Verfahrenskosten bezahlt, dann die sogenannten Masseverbindlichkeiten bedient. Das sind Kosten, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Die Insolvenzmasse Gläubiger, wozu auch die Apotheker gehören, erhalten nach dem Verteilungsverzeichnis dann von dem verbleibenden Geld eine Quote. Im vorliegenden Fall darf man davon ausgehen, dass die Quote weitaus höher wäre als in normalen Insolvenzverfahren, bei denen eine Quote im statistischen Durchschnitt von 2 bis 5% zu erhalten ist. Wenn das Insolvenzverfahren dann eröffnet wird, dann erhalten alle dem Insolvenzverwalter bekannten Gläubiger eine Mitteilung mit der Aufforderung, ihre Forderungen gegenüber der Schuldnerin zur Insolvenztabelle anzumelden. In dem Schreiben ist eine Frist für die Anmeldung aufgeführt. Bitte nicht unruhig werden. Bei dieser Frist handelt es sich nicht um eine Ausschlussfrist. Solange das Insolvenzverfahren läuft, können Insolvenzforderungen jederzeit angemeldet werden. Ich empfehle im Übrigen darum, ab und zu auf der öffentlichen Bekanntmachungstafel im Internet, insolvenzbekanntmachungen.de, nachzuschauen. Dort wird öffentlich bekannt gemacht, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Jeder Apotheker sollte seinen Vertrag nun durchlesen, genau durchlesen, auf Beendigungsregelungen in Anbetracht der Zahlungseinstellung halte ich eine fristlose Kündigung durch den Apotheker gegenüber der AVB PGmbH für berechtigt. Bitte die Kündigung unterschreiben und als Einwurf einschreiben oder aber als Einschreiben-Rückschein absenden. Wichtig ist, dass also eine Zugangsbestätigung gegeben ist. Welche Sofortmaßnahmen sollten Apotheker ergreifen? Wichtig ist zunächst ein schneller Anbieterwechsel, damit die nächsten Zahlungen ordnungsgemäß abgerechnet und auch an den Apotheker fließen. Das dient ja insbesondere der Sicherung der Liquidität. Dann sollte man unbedingt mit der Hausbank oder der Apobank sprechen, ob eine Zwischenfinanzierung des Forderungsausfalls möglich ist.
Im Übrigen sollte man mit den Großhändlern in Kontakt treten und Stundungen und Ratenzahlungen vereinbaren. In berufsrechtlicher Hinsicht möchte ich noch auf folgende Punkte hinweisen. Wenn die soeben geschilderten Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität nicht durchgreifen, dann besteht ja der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit. Die persönliche Zuverlässigkeit des Apothekers ist nach der Berufsordnung bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nicht mehr gegeben. Es droht also der Widerruf der Apothekerzulassung. In diesem Zusammenhang sollte man auch an Sanierungsinstrumente der Insolvenzordnung denken. Zum Beispiel, wenn Zahlungsunfähigkeit erst noch droht, also noch nicht eingetreten ist, dann sollte man das Rettungsschirmverfahren nach der Insolvenzordnung in Betracht ziehen. Hier wird ein Insolvenzantrag gestellt, das Unternehmen wird unter Schutz gestellt und der Insolvenzschuldner, also der Apotheker, wird aufgefordert, binnen einer Frist bis zu 3 Monaten einen Insolvenzplan vorzulegen, aus dem sich ergibt, wie er seine Verbindlichkeiten regulieren möchte. Ist die Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten und kann die Zahlungsunfähigkeit auch nicht beseitigt werden, dann empfiehlt sich ein Insolvenzantrag verbunden mit dem Antrag auf Eigenverwaltung. Wenn das Verfahren dann eröffnet wird, behält der Apotheker die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über sein Vermögen und kann seinen Betrieb weiterführen. Das Insolvenzgericht bestellt dann nur einen Sachwalter, welcher eine Kontrollfunktion ausübt. Ich hoffe, mit diesem Video einige nützliche Informationen gegeben zu haben und ich werde über die weitere Entwicklung der AVP-Insolvenz berichten. Wer Interesse daran hat, wie es weitergeht, der kann ja diesen Kanal gern abonnieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf das nächste Video. Tschüss.